Ja, hallo, wir sind hier in Steffis Malwerkstatt. Wir hatten heute einen ganz tollen Handlederin-Kurs. Und für mich ist es immer wieder schön zu sehen, wie die Teilnehmer so ihren eigenen Malstil entwickeln. Also wir fangen mit Übung an und dann kann jeder so, wie er möchte, weiterschreiben. Und ich gebe halt Hilfestellung, dass wir so individuelle Kunstwerke bekommen. Und das ist für mich immer wieder ein sehr schönes Gefühl. Und jetzt habe ich hier eine Teilnehmerin noch, die noch einfach mal schildern möchte, wie ihr der Kurs gefallen hat. Dabei freue ich mich sehr. Petra, danke, dass du dabei warst. Wie hat dir der Kurs gefallen? Sehr gut. Ich fand das total super. Ich habe mich schon immer gefragt, wie man diese Handlettering, also wie man das schreiben kann, dass es auch so schön flüssig rüberkommt. Habe mich da nie so mit dir selber angetraut, aber jetzt, dank dir, weiß ich jetzt, wie ich damit umgehe, wie ich das herstellen kann und dass jeder seinen eigenen Stil hat. Ja, es war auch ganz erstaunlich zu sehen, wie unterschiedlich das ist. Und jeder hat so seinen eigenen Charakter und da einfach weiterzumachen und nicht einfach so zu bleiben, wie man das gerne hätte oder wie man das kennt oder irgendwas abkupfert, sondern dass man seinen eigenen Schreibstil findet. Das finde ich so toll. Seine Note, seine eigene K-Note, würde ich fast sagen. Die eigenen Schnörkel, die Farben, die man so hat. Und ja, dieser Austausch ist so schön, einfach zu sehen, wie andere das machen. Und hier haben wir auch zwei Bilder schön eingerahmt gleich. Und das hat mich so glücklich gemacht, weil man sieht, wie stolz die Teilnehmerinnen sind über ihre Bilder. Und hier hatten wir noch ein Bild, da haben wir gleich den Rahmen noch mit angemalt, damit das noch besser passt. Und es wird so ein bisschen auf Vintage gemacht, diese Schriftart. Und schön ist einfach, wenn jeder selber so ausprobiert, welche Schnörkel er gerade mag. Petra, was hat dir denn am meisten Spaß an deinem Bild gemacht hier? Ja, das ist mein absoluter Favorit. Ich finde das total toll, allein die Idee, das Passepartout mit den Punkten nochmal zu erweitern. Alleine wäre ich auf die Idee nicht gekommen und hätte gedacht, sieht irgendwie blöd aus. Aber so ist das echt so was Besonderes geworden. Das ist echt toll. Oder auch einige Punkte mit Schwarz nochmal so nachzumalen. Also ich habe super viele Ideen mitgekriegt, wie man das umsetzen kann. Finde ich total super. Also zukünftig bin ich gespannt auf meine neuen Bilder. Ja, und es gibt noch einen Fortsetzungskurs, wer Lust hat auf Weihnachtskarten. Wir machen hier demnächst am 9. Dezember ganz tolle Weihnachtskarten. Da freue ich mich auch schon drauf und habe schon gut vorbereitet. Und ich würde mich freuen, wenn ich euch den einen oder anderen von euch wiedersehe. Ihr könnt gerne auf meine Seite gucken, Steffis Malwerkstatt, www.steffismalwerkstatt. Dort könnt ihr auf meiner Webseite viele neue Termine finden und viele Informationen vor allen Dingen. Und wenn ihr was möchtet, fragt mich einfach. Ich kann hier so viele Sachen umsetzen, nichts ist unmöglich. Wir machen hier so schöne Sachen mit Firmen, mit Betrieben, mit Familien. Einfach fragen, wir können alles für euch umsetzen. Wie gesagt, ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt und hier können wir alles ermöglichen. Ja, weiterhin auf YouTube gibt es schöne Filme, Steffis Malwerkstatt, lasst euch davon überraschen. Schaut euch das an, das Action Painting ist total interessant. Auch das Familienmalen oder den Tag der offenen Galerien, den wir im Sommer immer haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr da mal drauf guckt. Und vereinbart einen Termin bei mir. Sichert euch schnell ein und dann freue ich mich, euch zu sehen. Tschüss! Tschüss!